So, und willkommen zu Forts. Und ihr seht, wir sind im 2v2 auf der wunderschönen Map Icewall. Und ja, ich weiß, es ist was ganz Ungewohntes gerade. Zum einen live kommentiert, eine 2v2-Map und ja, einfach alles. Aber ich habe ein bisschen was an meinen Einstellungen geändert und muss ein bisschen was testen. Das heißt, ich bin auf euer Feedback angewiesen, wie es aussieht mit Ton, Lautstärke, Klangqualität und so weiter. Weil bei den ersten Tests, die ich gemacht habe, klang das eigentlich alles ganz rund. Aber ja, mein Hörempfinden ist auch ein anderes wie euers, nehme ich an. Und ja, deswegen brauche ich einfach hier mal eure Hilfe. Und ja, wir spielen hier nicht gegen irgendwelche zwei Dullis. Wir haben hier bei uns Slider im Team. Und wir spielen gegen Patriot und Mu. Also, wir haben hier Gegner, die wissen, was sie tun, was es für uns nicht unbedingt einfacher macht. Wir spielen Firebird und ich habe auch schon meinem Mate gesagt, hier ist leider das Main-Target hier im Game ist einfach, dass wir Spaß haben, unabhängig, wer gewinnt oder verliert, ist mir gerade vollkommen Wurst. Es geht einfach nur darum, dass ich meine neuen Einstellungen testen kann und von euch ein Feedback kriege. Und zum anderen geht es darum, dass wir vier hier eine schöne Zeit haben. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, das da ist Patriot und das da ist Mu. Dieses Konstrukt hier ist eigentlich sehr schön, das braucht man, um diese Viererstreben reinzubasteln. Und bei uns, ja, hier die Werkstatt läuft, hier kommt gleich noch das Upgrade Center und ich will hier vorne einfach mal ein paar Nukes reinklatschen. Warum denn nicht? Ich vermute auch ganz stark, dass unsere Kollegen hier drüben Spook spielen wie immer und mein Mate geht hier einfach straight up auf die T2. Ja, okay, kann man machen. Dafür, dass wir gesagt haben, wir spielen einfach nur so hier just for fun, finde ich das schon ein bisschen, ja, sehr unfreundlich, ehrlich gesagt. Aber muss jeder für sich wissen. Und bei uns, wir ziehen hier einfach mal hoch. Ich weiß, da sind gerade sau viele Ressourcen, die wir wasten. Aber was soll's? Es geht ja nur gerade darum, dass wir Spaß haben und dass wir das Ganze testen, zumal wir den Tower in der Mitte haben, der ja viel tankt. Hier haben wir die Munitionskammer unten und hier oben, die Box ist klein genug für einen Laser, also ich glaube, wir werden hier mit Lasern leben und rechnen müssen. Auf der anderen Seite, unser Upgrade Center ist fertig, dann gönne ich mir doch einfach mal zwei Upgrades und zwei Windturbinen. Weil die Nukes, die brauchen ja auch ein bisschen was an Energie. Und hier, ja, ganz viele Woodspam und da haben wir noch gar nichts. Aber wie gesagt, der Tower in der Mitte, der hält ja einiges noch ab. Und auf der anderen Seite, bei unserem Mate, ja, da ist auch noch nicht so viel Vorzeigbares. Der Spot ist vorbereitet, aber das war's. Bei uns ist auch noch nichts Großartiges im Busch oder im Gange. Also von daher alles sehr, sehr entspannt. Und dann bauen wir alles ein bisschen nach links eingezogen, damit wir Platz haben für die Swarms. Ja, es könnte sein, dass der Gegner das sieht. Das ist ein bisschen doof, möchte ich nicht, aber ich kann es dann auch nicht ändern, wenn es so ist. Ja, es guckt vorne ein bisschen raus. Wenn man darauf achtet, kann man es sehen. Auf der anderen Seite, ja, okay, das sind sowas von Safe Laser da oben. Die Box, da ist der Sniper drin, die sind ein bisschen größer, da ist der Laser. Ja. Da muss ich mir gar keine Gedanken machen. Das ist Laser 100%. Und der andere spielt wahrscheinlich ein Howie. Ja, da würde ich einfach mal drauf wetten. Unser Mate spielt auch ein Howie. Was eigentlich gar nicht doof ist. Aber da wir Nukes gehen, heißt es, wenn die auf der anderen Seite einfach ganz viel Anti-Air bauen, dann ja, kommt einfach niemals irgendwas durch bei uns. Und ich baue mal noch ein paar kleine Boxen, einfach, dass ich Gunner reinplatzieren kann. Weil mit Firebird habe ich ganz gerne einfach mal ein paar Gunner, weil die zünden so toll Sachen an. Und ja, warum denn nicht? Außerdem ist das noch eine vernünftige Anti-Air, falls da irgendwas mal geflogen kommt. Also hier noch upgraden. Und dann war es das auch schon. Dann können wir hier mal paar Gunner reinplacen. Natürlich, wenn er gleich eine Shotgun drüber... Alter,
Okay. Na, so wie das aussieht hier, es ist, ja, wie bei uns auch so ein Köpfchen. Das könnte dann auch Wassenschwein sein, Adlerauge oder eben auch Firebird. Wobei ich tatsächlich Adlerauge ausschließe, weil der wird eigentlich nie gepickt, weil, keine Ahnung, die Leute mögen ihn nicht. Und ja, jetzt kommt es darauf an, wer halt zuerst diesen Tower da in der Mitte sich holt. Na, okay. Wir probieren mal hier den Sniper zu kassieren vom Gegner. Ah, da ist eine Tür. Okay. Ja. Ah, dann gönnen wir uns hier mal ein paar Türchen, bevor alles weggesniped wird. Ja, okay. Damit müssen wir jetzt leben. Einfach alles replacen. Das ist gleich wieder fertig. Ja. Die Türen sind in place. Alles gut. So. Wir können jetzt halt hier noch ein bisschen sparen. Auf der anderen Seite, wir sehen gar nichts. Ich vermute hier, Cannon im dümmsten Fall. Hier haben wir Gunner, keine Ahnung, Howie, whatever. Und ja, aber wir gönnen uns jetzt hier erstmal die Fabrik und bauen hier nur schon mal die zweiten Türchen ein, weil da sollen gleich die Firebeams rein. Weil wenn hier keiner mehr hinpasst, kann ich hier noch immer mit der Strebe 1 basteln künstlich. Und ja, ich glaube, da die so wenig Anti-Air haben, gönne ich mir mal noch eine Nuke. Und ja, mein Mate hat hier einfach zwei Howies am Start, geil. Und ganz wilden Woodspam hier vorne. Vor allem dieses Konstrukt hier wird mich tierisch nervös machen, weil das ist der schwächste Punkt in der Basis. Genauso wie das hier. Ja, okay, muss jeder für sich wissen. Ich finde es, ja, zum Kotzen. Aber was soll's. Auf der anderen Seite, wir bauen noch ein bisschen weiter oben an. Weil, warum nicht? Einfach weil Gründe. Und weil Gründe immer ein gutes Argument ist. So, dann hier nochmal Gunner. Mal gucken, ob ich die Bastard da oben durchkriege, ob die vielleicht übersehen wird. Weil, dann hacke ich einfach mal hier rein, in der Hoffnung, dass hier einfach alles kollabiert. Und hier haben wir, ja, das ist der Sniper. Da oben ist auch ein Sniper und da kommen Sandsäcke. Die Sandsäcke wurden geplaced einfach, dann, falls wir Spion spielen, dass wir nicht mitkriegen, was da gerade geplaced wurde. Aber wenn sie aufpassen würden auf unser Hütchen von den Leuten. Ja, okay, da ist ein AP-Sniper. Das ist so toxisch. Ah, schade. Aber dann ziehen wir halt überall zwei Türen ein. Dann ist das jetzt so, mein Gott. Wenn er sich damit besser fühlt, dann ist das jetzt so. Aber nach wie vor noch immer nichts, ja, Zählbares. Ich hole mir meinen Mörser und zünd das hier einfach an. Okay. Der Gegner fängt schon an. Da ist der Firebeam. Alles supi. Das heißt, wir können hier einfach straight up einfach mal alles rein aimen, was wir haben. Oh, die Nuke war scheiße. Aber ja, die Anti-Air ist vom Gegner halt einfach nicht vorhanden. Das ist halt sehr entspannt für uns gerade. Und ja. Dann hier zack, zack, zack. Ganz entspannt nochmal Metal. Und ich würde sagen, hier einfach mal anzünden. Einfach mal rüber damit. Falls irgendwo Anti-Air sitzen sollte, dass wir die anzünden. Weil, och, warum denn nicht? Wir haben den Sniper verloren. Der ist in Luft geflogen. Das ist ein bisschen toxisch jetzt. Ja, hier alles brennt. Sehr schön. Ja, der Firebeam ist frei und wir können uns hier auch noch Firebeams gönnen gerade. Na, da ist jetzt leider offen. Das ist in Ordnung, das ist in Ordnung. Das ist weniger in Ordnung. Aber einfach mal fest drin. Man kann das abreißen, ich hoffe es. Alter, dieser eine Nuke immer, das gibt's nicht.
Okay, da muss ich definitiv was ändern im Aufbau. Das Ganze muss ein bisschen mehr nach hinten schwanken. Weil ansonsten sprenge ich mir immer oben die eigenen Sachen weg und das ist uncool. So, dann hier nochmal ein Gunner und hier das da noch und. Achso. Ich brauche hier noch Energie. Da war ja was. Man hat mir ja alles genommen. Das war ja etwas uncool. Aber wisst ihr was? Wir können hier einfach mal munter lustig rüber reinhalten und mal gucken, was wir so treffen. Ja, irgendwas brennt. Das ist immer gut, wenn was brennt. Ja, das ist einfach richtig schön. Und hier mit Firebeam nochmal rein. Ja, richtig schön tief auch noch. Ja, das ist gut. Da oben ist was abgeschmiert. Ja, das ganze Konstrukt wackelt. Wir haben die Basse, wir müssen die aufheben. Weil die ist gleich essentiell wichtig, wenn nochmal so ein hässlicher Turm kommen sollte, der die Nuke blocken soll. Na, ich muss definitiv mehr Windturbinen ins Leben rufen. Ansonsten muss ich hier immer ewig und 3 Tage auf alles an Energie warten. Gefühlt habe ich ein negatives Einkommen. Dann hier einfach mal noch Metall nochmal rein. Und ja, ich kann gerade nicht mehr machen, wie einfach hier mit den Gunnern rüberhalten. Mehr ist gerade leider wirklich nicht drin, weil mir vorne wie hinten Energie fehlt. Aber dann ist es halt so. Ja, da baue ich nichts vorne hin. Ja, die Nuke ist ein bisschen komisch. Ja, hier brennt es nochmal gut. Na, hat es jetzt hier geblockt mit der Cannon. Anti-Air ist jetzt langsam am Start. Aber mal gucken. Ja, ich muss immer noch warten. Firebeam ist jetzt auch gleich ready. Ja, also der kommt eigentlich ganz gut. Das sieht auch ganz gut aus von dem, wie er trifft, finde ich. Ne, hier kommt ein Türchen, da kommt ein Türchen. Und gerade ist irgendwas explodiert. Oh, nice. Keine Ahnung, wie oder warum, aber ich nehme es einfach mal an. Oh nein. Okay. Dann ist das jetzt so? Gut. So. Ich weiß nicht, wer von beiden gerade besiegt wurde. Mu wurde besiegt. Und da oben haben wir noch Patriot. Ja, mal gucken, ob der Spaß dran hat. Okay, Anti-Air ist am Start, sogar einiges. Okay, krass. Ja, oben nochmal gefällt, wunderbar. Ich habe gar nicht mehr so viel Anti-Air gerechnet, gerade bei ihm, ehrlich gesagt. Ja, okay. Damit habe ich jetzt so gar nicht gerechnet. Interessant. Okay. Dann nochmal ein paar Gunner ins Leben rufen. Das geht nicht. Ja, schön. Dann hier die aktive. Wir halten da rein. Die Buster will ich da unten haben. Und jetzt. Ja, mir fehlt Energie. Ja, es kommt gut. Oh, hässlich und GG. Ganz, ganz fein. Patriot wird besiegt und es war Warzenschwein. Was ist bei Mu passiert? Ja, hier kam der Firebeam, aber. Ist die Cannon explodiert oder was ist passiert? Ja, die Cannon explodiert und alles geht. Ja. Und bei Patriot war es einfach jetzt eben. Ja. Da kommt die Nuke. Und es heißt GG. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wie gesagt, ich bin auf euer Feedback angewiesen zur Qualität vom Sound und allem.
Und ja, ansonsten, wenn es euch gefallen hat, liken, kommentieren, abonnieren und auch gerne mal reinschreiben, ob ihr mehr von diesem Live-Content haben wollt. Und dann gibt es vielleicht ein bisschen mehr. Und bis dahin, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.